Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal von Lamer Games. Ich bin Nils01, einer der drei Führungsmitglieder von diesem Kanal. Meine Aufgaben sind in den meisten Fällen Projekte planen oder Projekte von anderen YouTube-Kanälen klauen. Aber nett gemeint, ein bisschen geändert eventuell. Genau. Dementsprechend muss ich leider aber auch meine anderen Mitglieder des Kanals dazu aufmuntern, mitzumachen. Aber das kriege ich in den meisten Fällen relativ gut hin. Ansonsten bin ich auch derjenige, der öfters mal in den Kommentaren mitschreibt, um irgendwas mit euch zu klären, um mit euch zu kommunizieren, etc. Also wenn jemand irgendein Problem hat, ihr könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Ich bin wahrscheinlich derjenige, der sich da daraufhin meldet und sich das durchliest. Ansonsten zu mir in dem Bereich des Gamings. Ich spiele eigentlich so gut wie alles, mehr oder weniger. Solange ich daran Spaß habe und mich das Spiel auch überzeugt. Deswegen haben wir relativ viele Projekte und ja, auch das Projekt Samstag Zocken, selbst von mir überlegt. Eigentlich stinkt, muss aber sein. Dadurch haben wir halt auch relativ viele unterschiedliche Brettspiele schon gespielt. Im Bereich des Shooter-Games bin ich eigentlich eher schlecht. Mein Aim sitzt nicht richtig und auch meine Reaktionszeit ist nicht gerade geil, aber ich gebe halt immer mein Bestes und habe auch oft viel Spaß. Ansonsten würde ich jetzt sagen, überzeugt euch selbst davon und hört euch mal die anderen zwei Gründungsmitglieder an. Hallo, ich bin Endervater65. Ich bin derjenige, der auf die Idee kam, den Kanal zu gründen. Ursprünglich als Scherz gedacht, dass wir unsere pseudo-krassen Kills bei Call of Duty Warzone aufnehmen und auf YouTube hochladen sollten, fand diese Idee doch Einklang und so entstand Limer Games. Aber inzwischen bin ich nicht mehr derjenige, der den Kanal hauptsächlich führt. Das ist schon seit langem Nils, der sich da wirklich reingefressen hat. Ohne Nils wäre wohl der Kanal Geschichte. Nachdem wir kein Call of Duty mehr aufgenommen hatten, war er derjenige, der immer wieder neue Videos aufnehmen wollte. Ich hätte wohl einfach aufgehört, Videos zu drehen, und Lord war sowieso nie die leitende Figur. Nichtsdestotrotz hatte ich mit neuen Projekten wieder Spaß dran gefunden, Sachen hier hochzuladen, den Kanal aktiv zu halten. Trotzdem ist Nils derjenige, der wohl die meiste Arbeit in Limer Games reinsteckt, derzeit. Ich persönlich spiele außerhalb von Limer Games gerne Shooter- und Strategiespiele. Dabei ist das, was ich auf meinem Hauptkanal Enderfighter64 an Games zocke, tatsächlich gar nicht so repräsentativ über das, was ich tatsächlich mache. Die meiste Zeit verbringe ich wohl mit Overwatch oder dem Schauen von anderen YouTube-Videos. Seid gegrüßt, die Damen und die Herren. Meine Wenigkeit heißt Lord Mev und ich bin einer der drei Gründungsmitglieder von Limer Games. Da ich kein großer Redner bin, werde ich mich kurz fassen. Meine Aufgaben auf diesem Kanal sind es, ab und zu Videos zu cutten und natürlich meine persönliche Anwesenheit. Die Gaming-Branche teilt sich bei mir in drei Bereiche auf. In der Branche Strategie zieht es mich in die Reihen der Total War, Mount & Blade sowie der Civilization-Spiele. Im Thema Ich rasch mal kurz voraus, bin ich in der Shooter-Branche sehr bekannt und sorge dafür ab und zu für ein bisschen Diskussionsbedarf. Zu guter Letzt ist das Städteaufbau-Genre, seitdem ich in meiner Kindheit Anno auf dem Nintendo 3DS gespielt habe, in meinem Herzen verankert. Heute sind es Kingdom Reborn, Going Medieval oder Medieval Dynasty, die mein Herz aufgehen lassen. Zufrieden bin ich auch mit dieser Gruppe. Es mag zwar ab und zu Meinungsverschiedenheiten geben, doch wir finden immer einen Weg, diese schnell zu beseitigen. Ich hoffe auch, dass unser Content eure Vorstellungen entspricht und wir noch mehrere Zuschauer erreichen. Denn ein Traum ist es nur so lange, wenn man diesen teilen kann. Ansonsten ist es eine Ambition. Und meine Ambition ist es, euch guten Content und Unterhaltung bieten zu können. Mit Grüßen, Lord Mev. Unsere Formate bestehen unter anderem sehr viel aus COD Warzone, weil wir relativ viel gesuchtet haben, besonders in der Zeit von Corona bzw. dem Anfang von Corona. Ansonsten haben wir, wie schon von mir eben erzählt, das Projekt Samstag Zocken, wo unterschiedlichste Brettspiele gespielt werden und auch andere Spiele gespielt werden. Dann seit neuem oder relativ neuem haben wir Stardew Valley dabei. Ansonsten immer noch oft dabei sind so Sachen wie zum Beispiel CSGO, Overcooked, Civilization haben wir ganz viel zugemacht, Rocket League, Minecraft, Terraria.
Grounded TTT, was leider nicht mehr funktioniert, weil ich umgezogen bin und keiner die Serverdateien benutzen kann. Portal 2 im Koop, die Kampagne von Modern Warfare und ja, Rouge Company gehörte auch noch unter anderem mit zu unseren Projekten. Das heißt, es ist für jeden was dabei. Durchstöbert mal die Playlist-Sammlung und ihr werdet irgendwas Passendes finden. Unser Kanal bietet aber nicht nur viele komische Formate, lustige Formate, schöne Formate, sondern wir haben auch zwei größere Formate, wie zum Beispiel das Weihnachtsturnier, wo wir seit unserem Anfang immer an Weihnachten einen Shooter spielen. Beim ersten Mal war es COD, beim zweiten Mal war es Splitgate, beim dritten Mal wird was anderes wiederkommen. Mal schauen. Aber natürlich ist das nicht das Einzige, wir haben auch eine Preisverleihung. Und zu den goldenen Praktikanten, den wir immer am 17. April verleihen, weil wir dort unseren Kanal gegründet haben, beziehungsweise unser erstes Video veröffentlicht haben. Auf jeden Fall, das ist unser Kanal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns dann irgendwann in den Videos. Ciao!